Das Problem, liebe Schwestern und Brüder, in das uns der Hebräerbrief einübt, als solche, die glauben, ist, dass wir diese Wirklichkeit nicht sehen können jetzt. Die Abbilder können wir sehen, aber nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, in die Christus durch sein Sterben hineingegangen ist. Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Der Hebräerbrief wird es einmal ausdrücklich sagen: Glauben heißt, auf das Vertrauen, was man nicht sieht. Aber ist das alles? Wir bleiben oft bei dieser Negativdefinition hängen. Dabei übt uns der Hebräerbrief eigentlich vom ersten Wort an in eine Haltung ein, die dem Glauben jetzt entspricht. Es ist nicht das Sehen, es ist das Hören. Und das ist etwas ganz Großartiges, weil der Hebräerbrief uns deutlich macht und seiner Gemeinde damals deutlich macht, aus einer marginalisierten Randgruppe Christen werden wir plötzlich zu prominenten Zuhörern einer Audition, einer Anhörung Gottes. Es wird uns erklärt und es wird ausgeführt, wie Gott spricht, wie er uns glauben lässt, indem wir ihm zuhören dürfen. Deshalb die ganzen Auslegungen der Psalmen 210, 95, die hier im Hebräerbrief alle zitiert werden, um uns deutlich zu machen, wie die Wirklichkeit ist, wer Christus ist und was er für uns bewirkt. Ich denke, wir sollten neu lernen, aus dem Hebräerbrief heraus nicht immer nur das Negative, was jetzt noch nicht möglich ist, zu erkennen, sondern uns gewürdigt wissen, dass wir solche sind, die jetzt schon hören dürfen, denen Gott kundtut durch sein eigenes Wort, durch das Wort der Schrift, das Wort der Psalmen, was die Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die immer ist und immer bleibt.